Ich bin Steffen, das ist die liebe Vera. Hallo. Was machen wir heute Abend? Wir machen einen Poetry Slam. Genau. Ein Wortspiel aus Poetry Slam und Podcast. Und heute treten PodcasterInnen auf beim Poetry Slam. Genau. Und da gibt es auch ein sehr wunderschönes Regelwerk. Du könntest noch ein bisschen mehr über das Poetry Slam erklären, weil du machst das auch so ein bisschen in deiner Freizeit. Ich mache das in meiner Freizeit in Wiesbaden, genau. Unseren Verein gibt es jetzt seit 19 Jahren. Ich bin seit 16 Jahren dabei. Und Poetry Slam ist seit 25 Jahren in Deutschland inzwischen. Und das ist ein, wie man so schön sagt, literarischer Dichterwettstand, Streit, eine literarische Kissenschlacht, sagt man auch. Genau, wir waren im Frühjahr waren wir, glaube ich, bei dir und sind da auch aufgetreten. April, genau. War ein großer Spaß, muss ich sagen. Wir haben sehr wenige Punkte bekommen. Ja. Ja, aber es ist ja trotzdem, also für die Erfahrung ist das immer gut, auf so einer Bühne zu stehen. Hoffentlich hilft es uns heute Abend. Genau. Genau. Ja, und ich bin eigentlich sonst im Hintergrund tätig und heute das erste Mal beim Moderieren. Deswegen bin ich etwas aufgeregt. Ja, komm. Ja. Das schaffen wir schon. Ja. Genau, heute treten fünf Teilnehmerinnen an. Ein rein weibliches Feld heute mit ihren eigenen geschriebenen Texten. Möchtest du etwas zu den Regeln? Ich habe die Regeln immer noch nicht so ganz verstanden. Ach so, also es gibt genau fünf Regeln, die beim Slam wichtig sind. Das erste ist Respect Your Poets, was man ungefähr so übersetzen könnte wie respektiert eure Poeten. Das heißt, dass wir nicht buhen oder Steine schmeißen oder... Oder Käse. Oder Käse, genau. Also es geht alles sehr respektvoll zu, aber wir sind hier auf dem Podstock. Ich habe da keine Angst nein, vor. Nein. Dann die zweite Regel, die wichtigste Regel eigentlich, ist nur selbstgeschriebene Texte. Das heißt, keine Reklam-Gesamtausgabe, kein Telefonbuch aus Mainz-Kostheim oder von Ahlfeld. Ich weiß nicht. So viele wohnen jetzt hier nicht, dass man sieben Minuten füllen könnte, aber naja, genau. Das habe ich jetzt nicht laut gesagt, tut mir leid. Wichtig auch ist, dass keine Requisiten während des Auftritts benutzt werden, deswegen steht das Schaf auch hier neben mir. Genau, also wenn man jetzt im normalen Leben einen großen Cowboyhut aufhat, dann kann man den natürlich auf der Bühne tragen, aber nicht, um den in die Geschichte einzubauen. Genau. Das Zeitlimit sind heute 7 Minuten, gefühlte 7 Minuten, würde ich sagen. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, die 7 Minuten sind noch nicht voll, dann sind sie noch nicht voll. Ich werde trotzdem mitstoppen, natürlich. Und das Publikum bildet die Jury. Die Wertungstafeln wurden verteilt. Wenn die Jury einmal kurz die Tafeln hochhebt, damit wir sehen, ob wir die sehen. Es ist dunkel. Jeder hat Taschenlampen am Smartphone. Bitte einfach dann drunter leuchten. Die Bewertung ist folgendermaßen, es gibt Punkte von 0 bis 10. Ihr nordet euch bei der ersten Poetin ein. Das heißt, alle Wertungen, die ihr dann im Laufe des Abends vergebt, vergleicht ihr mit der ersten Starterin. Also nicht irgendwie mit dem erhöhten Alkoholpegel dann plötzlich immer besser, schlechter, wie auch immer, werten. Und die beste und die schlechteste Wertung werden gestrichen. Das heißt, die höchste Punktzahl, die es gibt, sind 30 Punkte. Und genau, habe ich irgendwas vergessen? Nee, das nicht. Mit dem Finale hat das so, mit dem Applaus. Im Finale gibt es keine Wertungstafel mehr. Da wird per Applaus entschieden von allen. Und der die Starter, also die, Moment, jetzt habe ich mich verhasselt. Also es gibt 5 Starterinnen. Die werden hintereinander weggelesen und die besten 2 kommen ins Finale und dann gibt es einen Preis und Ruhm und Ehre. Genau, ein zweiter Text vorgelesen, den man dann auch für den Fall, dass man ins Finale kommen sollte, dann auch mitgebracht haben sollte. Im Idealfall. Genau. Genau. Wenn man sich vorher keine Chancen ausrechnet, dann steht man hinterher blöd da, wenn man keinen zweiten Text hat. Dann. Ja. Genau. Und jetzt können wir, glaube ich, anfangen. Wir haben eben mit Salzstangen ausgelost, wer beginnt. Und das wird Kathi sein. Ich nehme gerade die Stoppuhr. Kannst du ja ein bisschen erzählen? Test. 0? Das kann nicht sein. Das ist die falsche Sendung. Echt mal. Nicht genau. Aufgepasst hier im Publikum. Es geht schon gut los. Genau. Ich Noch näher. Mhm.
So nah komme ich sonst nur dem Steffen. Das wolltest du doch nicht laut sagen. Oh, Entschuldigung. Komm, da ist immer noch Luft dazwischen. Genau, ich hoffe, dass ich das hier fehlerfrei vorlesen kann, weil es handschriftlich ist. Und ich meine eigene Handschrift nicht immer gut lesen kann. Ich übrigens auch nicht. Deine oder meine? So, ihr dürft gerne mitschreiben, was wir hier so machen. 10 keiner Ehe ist der Hashtag. genau. Und ich schreibe ja öfter mal Geschichten, vor allem für die Geschichtenkapsel, für die ich auch ab und zu noch mal podcaste. Ich finde da aber immer keine guten Überschriften. Die beste habe ich von der Becky mal bekommen, das war die Mäskalation. diese hat auch keine Überschrift leider. Den Luftballon aus dem Verlies treiben ist eine ernste Angelegenheit. Hier kann man nicht einfach sitzen bleiben und zuschauen. So ein Luftballon gehört ins Freie und nicht eingezwängt. Also anpacken jetzt und Zug um Zug an der dünnen Leine das verflixte Ding erstmal von der Decke holen. Aus der dicken Luft da oben. Ein Stau aus alten Atemzügen, die unter den Balken hängen. Na, so wird es wohl gehen. Und dann noch ein Stück schieben zum Besucherzugang mit der Außentreppe, diesem neumodischen Kram, damit die Touristen hier ja nicht festsitzen und immer wegkommen, bloß weg und immer nur die schönen Stellen aufs Foto. Immer nur Landschaft und alte Mauern und mal ein Ostdeutscher auf der Treppe vor seinem Haus. Bloß nicht die Straße mit aufs Foto, den Gehweg, die Schlaglöcher und den Schneckendarm. Ist doch wahr, das will doch keiner sehen. Aber jetzt erstmal der Luftballon. Den Luftballon hier raus, da ist nix mit Hintern breit sitzen. Viel Energie braucht's zwar nicht, aber eben doch etwas, damit das Ding hier rausfliegt und dann vorbei an den Mauern nach oben. Die Fugen zählen, die er passiert, die Steinreihen und Fensterkreuze und Dachvorsprünge, alle Sehnsuchtsschluchten, die er passiert und die wieder zu Fugen und Steinreihen und Fensterkreuzen werden, wenn er vorbei ist. Und die eine noch, die eine Schlucht vor dem offenen Himmel, ein Dachfürst mit rauen Schindeln, da treibt das blöde Ding hin und schrammt und fliegt noch und verfängt sich und bleibt zappelnd da hängen und ist irgendwie immer noch im Verlies. Ach, das war's schon. Ja, das war's schon. Ja, dann Applaus. Und Applaus. Gut. Wir machen das jetzt so, dass ihr euch in euch geht, die Wertung rauskramt und Steffen mir die vorliest und ich die zusammenrechne. Ich sehe aber so wenig. Ja, es wird auch noch so wenig angezeigt. Ja, dann machen wir doch einfach 3-1 und dann alle in die Höhe. Also schreibt auch mal auf und bitte jetzt mit Licht. Zusammen 3-1 und. Da vorne sehe ich eine 7. Kärtchen hoch! Noch nicht Kärtchen vorlesen, achso, erst wenn. Volker 1 kann ich nicht erkennen. haben denn schon alle oben? Erst vorlesen, wenn alle oben haben, weil sonst. Das kann ich immer noch nicht erkennen, Volker. Du musst da Licht draufhalten. Gut, sind denn jetzt alle fertig? Okay. Ich sehe nur 3. Alle hoch! 4, 5. Ja, jetzt. Da kommen sie. Da ist eine 7, eine. Das Licht ist wieder weg. Bitte draufhalten. Das dauert hier auch eine 7. Okay, was ist da hinten? Eine 6 und eine. Volker, was hast du für eine Schrift? Das ist eine 8, das sehe ich, ja. Okay. Ich streiche eine 7 und die 8. Und ach, die 6, oh sorry. Eigentlich müsstest du die 8 und die 6 streichen. Ja, habe ich ja dann auch gemerkt. So, wir haben jetzt hier eine Leuchte bekommen. Ah, bam. Hat jemand Probleme mit starkem Licht, dann leuchte ich da natürlich nicht hin, aber... Es sind 21 Punkte, wenn ich richtig gerechnet habe, und klatscht für Kati und nicht für die Wertung. Genau. So, dann geht's weiter mit Claudia, die übrigens gleich hier im Anschluss noch auch eine Veranstaltung hat drin. Genau, eigentlich wäre ich ja schon da drin und würde eine Krypto-Party machen, aber jetzt machen wir hier noch Text. Ja. Ich habe einen Text dabei, der ist für die Jahreszeit jetzt nicht ganz passend, dafür reimt er sich. Irgendwas ist halt immer und in dem Fall ist es jetzt tatsächlich eher was Weihnachtliches, aber es hat vorher gerade irgendwer gesagt, ihm ist kalt. Okay, wir versetzen uns alle ganz kurz in uns selber. Uns ist schweinekalt, draußen schneit's. Das gab's mal, ja, das war Weihnachten früher, ja. So, wir ignorieren jetzt die Sachen mit diesem August und Lebkuchen habe ich eh schon im Supermarkt gesehen. Das sollte eigentlich... Alle angekommen? Passt, gut. Die Weihnachtsmaus. Zur Weihnachtszeit im Hause Sturm hat jedermann sehr viel zu tun.
Es wird gebacken, geschmückt und gekocht, Geschenke gekauft, verpackt und was noch? Gewischt, gewienert, auf Hochglanz gebracht und all das nur für die heilige Nacht. Und zwischen all dem Weihnachtstreiben, zwischen den Kugeln, den Keksen und Zweigen, da ist sie wieder im Sturmschen Haus, wie jedes Jahr, die Weihnachtsmaus. Den Frühling verschlafen, den Sommer verschwitzt, nur ab und zu ein Stück Käse stibitzt. Den Herbst hat sie auch nur schlafend verbracht. Doch der Winter ist da, schnell aufgewacht. Zimtsterne, Mandeln, Äpfel und Nüsse. Und Lebkuchenmänner, große und süße. Dem kann die Maus nicht widerstehen. Schnell aus dem Loch und in die Küche sehen. Geschwind nun hopst sie durch das Zimmer der Küche entgegen, wie jeden Winter. Dort findet sie die Mutter am Ofen bei Braten und Klößen, Rotkohl und Soßen, doch nirgends ein Lebkuchenmann zu erspähen. Aber eine Mandel unterm Tisch ist zu sehen. Und flugs hinüber und Beute machen, bevor jemand aufhebt die köstlichen Sachen. Die Mandel verputzt und in die Stube geschlichen, da liest der Großvater alte Weihnachtsgeschichten. Und niemand achtet auf die Gabenteller. Die Weihnachtsmaus schon, und die ist schneller. Die ein und andere Nuss wird geschnappt und flink in das heimische Loch gebracht. Ein Stück Schokolade, das muss schon sein. Und Zimtsterne passen da auch noch rein. Noch ein paar Mandeln und Kokoshauben. Und die kleine Maus kann es kaum glauben. Ein Lebkuchenmann, riesig und lecker. Genau das Richtige für Mäusefeinschmecker. Doch wie kommt der bloß ins mausige Heim? Der passt da ja nie und nimmer hinein. Noch ehe es jemand bemerken kann, stürzt sich die Maus auf den köstlichen Mann. Sie knabbert den Arm ab und dann den zweiten. Jetzt noch ein Bein, das könnte schon reichen. Sie schleppt den Kuchen nun bis an ihr Loch. Es passt noch nicht. Das zweite Bein noch. Der Kopf ist zu dick und passt nicht hinein. Und am Bauch könnte es auch etwas weniger sein. Die Weihnachtsmaus knabbert und mümmelt an Mann, bis sie ihn endlich durch das Loch schieben kann. Sie zwängt sich mit Not und mit Mühe hindurch und langsam bekommt sie es mit der Furcht. Was, wenn jemand sie sieht und entdeckt, jetzt, wo sie mitten in ihrem Heimatloch steckt? Doch, uff, geschafft, sie ist daheim. Und schlecht ist ja auch, wie kann das bloß sein? Es war doch nur ein Lebkuchenmann, der da so lag zwischen Nüssen und Tannen. Von der Mutter alljährlich drapiert im Haus, auf dem Gabenteller, nur für die Weihnachtsmaus. Ja, vielen Dank. Dankeschön. So, dann lassen wir der Jury ein bisschen Zeit. Zählen bis drei. Oder von drei zurück. Drei, zwei, eins. Und ab dafür. Alle gemeinsam. Da sehe ich eine 7 bei Volker, da hinten eine 8, eine 5, eine, ist es eine 6? Das ist eine 9. Das ist eine 9. Ja, also keine 5, sondern eine 9? Ja. Eine 9. Gut. Und das ist eine 8. Also 7, 8, 9, 8 und? 3 mal 8. Dann streiche ich eine 9 und eine 7. 24, wenn ich richtig. Yay! Okay, genau. Hanna, als nächstes, bitteschön. Okay. Hallo. Ist das so okay? Nah genug? Ein bisschen noch näher. Oh ja, bitte. Ein bisschen fies, ich hab's auf meine Größe eingestellt. Mimimi, hallo, hallo. So ist super. Okay. Ich bin für den Emo-Shit hier, also es wird jetzt nicht lustig. Habt ihr alle Taschentücher dabei? Okay, mein Text heißt, Gegenwart ist auch nur ein Abstand. Was Abstand ist, hat mir meine Lehrerin für Werken im Jahr 1994 erklärt. Nachdem mein dritter Anlauf für ein Werkstück zerknüllt auf dem Tisch lag und ich frisch zwischen Frustheulen und Frust um mich hauen auf meinem kippeligen Stuhl vibrierte. Wieder hatte ich etwas falsch abgemessen. Wieder passte nichts zusammen und die Bummeletzte war ich auch schon wieder. Werken, ich möchte nur meine große, weiche Lehrerin.
Die Metallscheren machten ein ekelhaftes Geräusch beim Schneiden. Der Kleber stank, der Raum war unübersichtlich und die Vielzahl der Umsetzungsoptionen für einzelne Arbeitsschritte setzte dem Stimmengewirr um mich herum ein Chaos der Analysen in meinem Kopf hinzu. Werken, es war so scheiße mit dir. Aber das Geheimnis von Zeit und Raum konnte sich mir dort erschließen. Abstand. Ich kann mir nichts Exakteres vorstellen als den Abstand zwischen Punkt 1 und Punkt 2. Den Abstand zwischen Tick und Tack. Seit dem Werkunterricht des Jahres 1994 hatte ich nie wieder Probleme, irgendetwas abzumessen, nachdem mir meine Lehrerin erklärt hatte, welche Seite des Zentimeterstriches die ist, von der ausgehend ich abmessen sollte. Wenn ein Zentimeterstrich, ihr kennt diese kleinen, dicken Kinderlineale, fast 2 Millimeter dick ist, dann ist das eine relevante Information für mich und ich kann mich erinnern, wie tief es mich beruhigt hatte, dieses Geheimnis gelüftet zu haben. Abstand. 23 Jahre später stehe ich wenn ich einen guten Tag habe, 3-mal in der Woche in einer Werkstatt und binde Bücher und stelle Broschüren her. Ich bin immer noch die Bummelletzte, brauche immer noch mehr als einen Anlauf für eine Aufgabe, habe nach wie vor meine Alles-Hinschmeiß-Frustmomente. Aber ich habe immer noch meine weiche Werklehrerin im Ohr, die mir bei jedem Mal sagt, dass es um einen Abstand geht, um eine Lücke also. Ein Stück Nichts, das zwischen 2 Dingen passiert. Einen Zentimeter kann man nicht erschaffen, man kann ihn nur definieren, also einrahmen. Der Rahmen ist, was erkennbar macht, dass es ihn gibt. Man sagt immer so leichtfertig, beim Handwerk ginge es um die richtig konkreten, greifbaren Dinge. Handwerk, das ist so bodenständig und greifbar. So einfach. Tatsächlich ist der Beruf des Handwerks jeder Art einer, der dem Nichts etwas abtrotzt. Denn erst dann, dass erst dann konkret da ist. Handwerk ist, wo übers Defizit definiert wird. Handwerk ist, vor nichts zu stehen und keine Angst davor zu haben, weil man weiß, wie Abstand herstellbar ist. Die Erfahrung mit handwerklicher Arbeit erleichtert mir heute auch den Umgang mit dem Viel und Alles aus dem Trauma, dem Es und Das da, das so viel ist, dass es ein neuronales Nichts für mich wird. Manchmal stehe ich inmitten dessen, was Alltag ist und merke, wie es an mich heranquillt und sie so dicht wird, dass die Zeit aus ihrem Rahmen von Tick und Tack gedrückt wird. Da hilft es mir nicht, mir zu sagen, welchen Tag wir haben. Ein Tag hat 24 Stunden, ein Moment aber nicht. Das ist, das Hier und Jetzt hat keinen anderen Rahmen als das Wort selbst. Hier ist nur so lange, wie ich hier sagen kann. Dann ist es weg und nur theoretisch überhaupt je gewesen. Hier und Jetzt, Gegenwart, so sicher und nicht zerstörerisch, wie es auch ist, kann nur von Zukunft und Vergangenheit eingerahmt werden und dann sein, was es ist. Ich habe also eine Schnur bei mir. Eine Schnur mit kleinen Knoten, die für Dinge stehen, die in der Vergangenheit waren, an einem Ende und Knoten für Dinge, die in der Zukunft sein sollen, am anderen Ende. Alles, was ich tun muss, ist, diese Schnur in die Hand zu nehmen, in der Mitte. Denn in dieser Mitte bin ich, eingerahmt von meiner weichen Werklehrerin 1994 und dem, wo Zukunft ist. Denn Gegenwart ist auch nur ein Abstand. Ja, vielen Dank. Ja, danke, genau. So. Dann. Jury schreibt. Jury schreibt schon wieder. Wir warten. Das ist ganz schön hell. So. Hallo. Es war schön, dass da jemand leuchtet im Hintergrund. So. Haben alle 5 Jury. Wer möchte denn? Wir fangen mal da vorne an. Das ist eine 8. Und noch eine 8. Und noch eine 8. Und da wird noch eine 8. Das ist eine 6. Und eine 7. Und eine 7. Dann streiche ich eine 8 und eine 6 und habe 23 Punkte. Gut, als nächstes kommt Becky dran. Ja, ich habe die 7 Minuten ein bisschen stärker ausgeschöpft als andere in dieser Runde. Ich war nämlich wütend. Real life, wenn ihr wüsstet. Traurige, fast tragische Musik. Die Kamera schwenkt von einer Gruppe sich angeregt unterhaltender und gemeinsam lachender Menschen zu einer Person, die ganz allein auf der Bank in der Bushaltestelle sitzt.
Der Kopf ist gesenkt, der Nacken ist bestimmt schon steif und würde schmerzen, wenn sie den Blick wieder nach vorne richten würde. Sie wirkt traurig und sehr, sehr, sehr einsam. In der Hand hat sie ein Smartphone. Der Daumen zuckt über den Bildschirm hin und her. Kein Wunder, dass die anderen nicht mit ihr reden, sondern vielleicht sogar über sie. Ihr kennt dieses Video. Oder das andere. Oder das ganz andere. Es scheint einen Sport zu geben, bei dem es darum geht, das eintönigste, dunkelste, deprimierendste Video über Menschen zu machen, die viel zu viel Zeit im Internet verbringen und dabei gar nicht mehr am echten Leben, am Real Life teilnehmen. Ich weiß, dass ihr dieses Video kennt. Ihr liked diese Sachen. Ihr sorgt dafür, dass sie in meiner Timeline erscheinen. Ihr macht, dass ich mich kurz schlecht fühle, wenn ich bemerke, hey, diese Person, die mit dem Handy in der Hand, das könnte ich sein. Wenn ihr wüsstet. Das geht raus an alle Faxgeräte-AuskennerInnen, an alle zu Synthie-Pop- und DiskustänzerInnen und an alle, die irgendwann mal irgendwas geil fanden, zu dem ihre Eltern gesagt haben, also zu unserer Zeit hat's das nicht gegeben und hat's uns geschadet. Wenn ihr wüsstet, dass das Internet vor Einsamkeit retten kann. So viele Menschen haben nie das Gefühl gehabt, zu einer Gruppe wirklich dazuzugehören. Im Gegenteil, wie sehr Gruppen ausschließen können, wenn man einer vermeintlichen Norm nicht entspricht, haben sie in ihrer Umgebung erfahren. Vielleicht haben sie eine chronische Krankheit oder die Umgebung findet es total anstrengend, dass sie immer Rücksicht nehmen müssen und dass es ihnen nicht immer himmelhochjauchzend gut geht. Vielleicht haben sie die falsche Hautfarbe oder alle FreundInnen von früher können nicht nachvollziehen, dass es ihnen wichtiger ist, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, als mit 25 verheiratet zu sein und 2 Kinder zu haben. In diesem Internet finden sie Fellow People. Und wenn, auch wenn ihnen soziale Interaktionen nicht leicht fallen und das Zusammensein mit vielen Menschen sie überfordert, in diesem Internet kann sich das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl breit machen, es gibt Menschen, die finden mich toll, weil ich so bin, wie ich bin. Aber ihr sagt ja nur, hast du denn keine richtigen Freunde? Oder das sind doch bestimmt eh nur Betrüger, die gar nicht wirklich so sind, wie sie da tun. Wenn ihr wüsstet, wie sehr das Internet empowern kann. Seit ich in meiner Timeline nur einen Tweet von Tipps zu meinem Bluescreen entfernt bin, habe ich mich in Technik eingefuchst und löse nicht nur meine Probleme, sondern auch die meines Umfelds am liebsten selbst. Ich, die vor 15 Jahren noch trotz mathematisch-naturwissenschaftlicher Schulklasse dachte, das mit den Computern überlasse ich lieber den Jungs, das kann ich doch gar nicht. Ich kenne Menschen, die ihr Leben lang für ihre Körperform geschämt wurden. Und jetzt machen sie Pole Dance und fühlen sich super. Die Welt hat zwar nicht aufgehört, sie zu schämen, aber sie haben in diesem Internet Vorbilder gefunden, die ihnen zeigen, dass sie alles machen können, was sie wollen und nichts machen müssen, was sie nicht wollen. Ich habe Menschen kennengelernt, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind und in diesem Internet das erste Mal einen Safe Space finden, der es ihnen ermöglicht, über ihre Erfahrungen zu sprechen, weil ihr Umfeld zu Hause fragt, bist du dir sicher, dass du doll genug gesagt hast, dass du es nicht willst? Aber ihr sagt ja nur, verzichte doch in der Fastenzeit mal auf dein Handy, das grenzt ja schon an Sucht. Dabei beraubt ihr Menschen teilweise des einzigen Umfelds, in dem sie für das, was sie sind, geschätzt werden. Wenn ihr wüsstet, wie man in diesem Internet politisch wachsen kann, weil einem Perspektiven geboten werden, die sonst im eigenen Umfeld fehlen, wenn man sich dafür entscheidet, zuzuhören. Perspektiven, die sonst marginalisiert werden. Frauen of Color, Menschen, die von Hartz IV leben müssen, alleinerziehende Mütter, alleinerziehende Väter, geflüchtete Menschen, Transpersonen, Nicht-AkademikerInnen, Menschen mit einer Behinderung, Frauen, die keine Kinder bekommen wollen, Überlebende von Gewalt. Menschen, die verdammt viel Scheiße in ihrem Leben erleben mussten, die mit strukturellen Dingen zu tun haben. Ob ich ohne dieses Internet heute eine intersektional denkende Queer-Feministin wäre, ich weiß es nicht. Aber ihr sagt ja nur, das ist total gefährlich, dass man sich im Internet nur mit Filterblasen umgibt. Dabei sind die Filterblasen in der haptischen Welt so viel exklusiver, als sie es in diesem Internet hier sein könnten. Das Internet ist ein Ort, eine Zeit, ein Gefühl. Wenn ihr wüsstet, seien wir mal ehrlich, ihr wisst das alles. Wir erzählen euch das, immer wieder, in verschiedenen Sprachen. Mit erklärenden Worten, mit wütenden Worten. In Bildern, in Videos, in Comics. Ja, sogar in Büchern und Zeitungsartikeln, denn Überraschung. Auch Menschen, die sich gerne in diesem Internet bewegen, wissen noch, was Bücher und Zeitungen sind. Ich würde für dieses Internet auf die Straße gehen, wenn man es mir wegnehmen würde. Ja, auf die richtige, echte Real-Life-Straße da draußen. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Internet, das sind Menschen. Echte Real-Life-Menschen. Es steht für unendliche Möglichkeiten, genau diese Menschen kennenzulernen, die ich in meinem Leben haben will. Es steht dafür, Menschen kennenzulernen, von denen ich noch gar nicht wusste, dass ich sie in meinem Leben haben will. Ihr träumt von Raumfahrt?
Ich träume davon, irgendwann mal alle Menschen getroffen zu haben, die mir in diesem Internet wichtig sind, wenn sie das auch möchten. Wir werden dann gemeinsam nebeneinander auf der Couch sitzen, mit gesenkten Köpfen, steifem Hals und auf unsere Handys starren. Wir werden uns gegenseitig dabei fotografieren, uns ein paar Katzenohren und einen Schnurrbart ans Gesicht morphen und dieses Internet an unseren gesenkten Köpfen und steifen Hälsen teilhaben lassen. Wir werden politische Diskussionen führen, ohne Angst zu haben, dabei, wie bei politischen Diskussionen auf Familienfeiern, weinend auf der Toilette zu sitzen. Wir werden uns sicher beieinander fühlen. Wir werden uns eigene Hashtags für unsere Freundinnenschaft ausdenken und uns in 280 Zeichen hin und her schreiben, obwohl wir auch direkt miteinander reden könnten, weil wir es können. Wir werden Pizza bestellen, Fotos vom Karton machen, die keinerlei konventionellen Schönheitsnormen entsprechen und dabei Diskussionen über Ananas führen. Wir werden versuchen, kleinere Konflikte ums Recht haben mit einer Internetumfrage zu lösen, bei der wir Emoji-Schnecken in einem Rennen gegeneinander antreten lassen. Wir werden uns die Probleme erzählen, die wir sonst niemandem erzählen können. Wir werden uns umarmen, wenn beide das möchten, und uns gegenseitig sagen, wie wichtig Selfcare ist. Dabei wird jemand Hashtag Selflove sagen, die Finger zu einer Raute formen und grinsen. Und es wird großartig sein. Das geht raus an alle, die jeden Tag mehr Worte in dieses Internet schreiben, als sie mit ihren KollegInnen im Büro wechseln. Und an alle, die gar keine KollegInnen haben, mit denen sie Worte wechseln könnten. Das geht raus an alle, die sich schon oft vorwerfen lassen mussten, so zu sein wie die Personen in den Videos mit den steifen Hälsen und den gesenkten Köpfen. Und an alle, die mal in meiner Beschreibung eben genau solche innerlichen Luftsprünge aufgeführt haben wie ich. Real life. Das sind wir. Wer braucht schon Haptik, wenn man auch uns haben kann? Danke. Vielen Dank. Danke. Und du bist 3 Sekunden unter den 7 Minuten. Yes. Apropos 3 Sekunden, Jury. Seid ihr soweit? Wo sitzen die eigentlich alle? Ich vergesse immer einen. Also hier Peter. Wer noch? Volker, hast du gesagt? Volker sitzt da vorne. Volker, du musst ja schon das Handy dran halten. Ich habe schlechte Augen. So. Das ist eine 9. Da ist eine 8. Und da ist noch eine 9. Und noch eine 9. Und eine Zahl fehlt noch? Ja, das ist genau die Person, die ich noch nicht finde. Da. Da hält noch jemand. 4 mal 9, ja. Nochmal, 4 mal 9. Das ist super. Kann ich gut rechnen. 27 Punkte für Becky. Dann kann ich jetzt schon mal vornehmen, steht schon mal fest, dass Becky im Finale ist, weil 2 kommen weiter. Gesche, bitteschön. Applaus. Applaus. Ja, ich habe relativ spontan entschieden, hier mitzumachen, habe noch spontaner versucht, was zu schreiben. Wenn einem nichts einfällt, was man schreibt, dann schreibt man Listen. Das ist unter Poetry Slammern eigentlich sehr verpönt, weil das machen nur Anfänger. Yay! Und weil ich nicht genug Sachen für eine Liste hatte, habe ich einfach mehrere geschrieben, die gar nichts miteinander zu tun haben. Eine Listenliste. Ja. Liste 1. Wenn du einfach mal du wärst, wärst du mutig und frei. Wärst du einfach zu mir gekommen und hättest gesagt, hi, ich bin, und wer bist du? Wenn du einfach mal du wärst, wäre es leichter, die anderen auch einfach mal sie sein zu lassen. Wäre mehr Lachen und Weinen, mehr Mut und mehr offene Wut, mehr Liebesbekundung und mehr Fluchen, mehr ganz ehrlich so richtig daneben liegen und es wäre gar nicht schlimm. Liste 2. Wenn ich einfach mal ich wäre, wären mehr unversteckte Tränen und noch lauteres Lachen. Wäre mehr mutig sein und einfach mal machen. Wäre mehr barfuß laufen, auch im Talar. Wäre weniger Sarkasmus und viel mehr einfach wahr. Wären mehr schlechte Reime zwischendurch, weil ich reimen mag, aber nicht kann. Wären 1000 Eichhörnchen. Deshalb auch schon die nächste Liste dran. Liste 3. Wenn man als Nicht-Podcasterin und Nicht-Podcast-Hörerin zum Podstock kommt. Oh.
sich wie auf einer Undercover-Mission fühlen. Zum ersten Mal niemandem erklären müssen, was dein Mann in diesem Internet eigentlich macht, obwohl du selbst nicht ganz verstehst. Zauberhafte Menschen kennenlernen. Ein bisschen wie Twitter-Accounts aus Fleisch und Blut. Apropos, dich über folgendes Gespräch am Nachbartisch wundern. Twitter ist tot. Nein, Twitter ist nicht tot! Überhaupt eine Menge Gespräche, die man nicht versteht. Erfreut feststellen, ob groß, klein, dick, dünn, laut, leise, aktiv oder einfach so dabei, hier darf jeder sein, wie er mag. Wissen, dass mindestens die Hälfte von euch gerade denkt, und jede so wie sie mag, warum gendert sie nicht? Als Podcast-Ferne beim Podstock, gespannt sein, was noch kommt und so viele Verrückte um dich herum haben, dass du dich auf einmal überraschend normal fühlst. Einmal. Liste Nummer 4, ist meine Lieblingsliste. Wenn Menschen aufhören würden, Idioten zu sein. Niemand würde mehr am Ende einer Rolltreppe stehen bleiben. Ehrlich, was soll das? Nirgendwo würde Hundescheiße rumliegen. Menschen würden nicht in Autos sitzen, popeln, als ob sie da niemand sehen könnte. Es wäre sehr ruhig auf Facebook und manchmal ruhiger auf Twitter. Es gäbe keinen Krieg und Terror, keine Nazis und keine AfD. Ich weiß, das war redundant. Kein Fremdenhass, Frauenhass, Menschenhass, Hass, überhaupt irgendeinen Hass und keine Gewalt und keine nervigen Internet-Trolle und keine Menschen, die Fremdwörter benutzen, um anzugeben und sie dann auch noch falsch benutzen. Was soll das? Willst du mir imprägnieren oder was? Wenn Menschen aufhören würden, Idioten zu sein, wäre Zuhören wichtiger als Reden und Reden schöner, als es jetzt ist, weil Menschen besser zuhören könnten. Wenn Menschen aufhören würden, Idioten zu sein, wäre es vielleicht überall ein bisschen mehr wie hier. Ja, vielen Dank. Dankeschön. So, Jury, ein allerletztes Mal dürft ihr abstimmen mit den Jurytafeln. Im Finale wird ja dann per Applaus entschieden. So, 3, 2, 1, Jury, fertig? Bitte Handylicht nicht vergessen. Da ist eine, ist das eine 2? Ich kann. Ich glaube, ich brauche. Das eineinhalb gibt es nicht. Also, wir runden ab. 8. Ich brauche eine Brille. So. 9. Dann ist es eine 9. Also, lies mal vor. 9, 9, 9, 9 und noch eine 9. Ist das eine 8? Da ist eine 8. Da ist eine 8. So. 8. Ihr macht uns das so einfach. Das ist sehr nett. Gesche hat auch 27 Punkte. Das heißt, das Becken und Gesche. Ja. Oh nein. Ja, musst du dir was ausdenken, wie wir es vorher besprochen haben. Einfach. Wie wollt ihr es haben? Einfach Reihenfolge, Auftritt oder also kannst du ins Finale? Oder wollt ihr Schnick, Schnack, Schnuck? Also ja, macht. Okay. Dann Finale, wie gesagt, die Jury. Also es werden jetzt beide Texte vorgetragen und am Ende Applaus, Wertung gibt es dann danach erst. Man darf schon noch zwischendurch. Ja, also die Wertung, genau, die gibt es erst danach. Sie haben in Ihrem Beschreibungstext gesagt, es gibt kein Finale, ich hatte nur einen Text. Das ist lustig. Ja. Upsi. Ich habe eine mini kleine kurze Bonusliste geschrieben und es ist sehr kurz. Im echten Leben bin ich Pastorin und ein paar von euch haben mich da schon drauf angesprochen und immer gefragt, wie ist das so? Und ich habe kurz einen Text darüber geschrieben, wie das so ist, Pastorin zu sein. Manchmal ziemlich nervig. Leute fragen dich, evangelisch oder katholisch? Oh, wirklich? Erschreckend oft.
Oder so Sachen wie, echt, glaubst du denn auch an Gott und so? Ja. Pastorin, muss man das studieren? Ja. Und schön, eigentlich während des Studiums ziemlich oft, darfst du denn überhaupt Sex haben? Evangelisch. Kirche, das war doch das mit den Kreuzzügen und so, finde ich kacke, hört man auch ziemlich oft. Oder ich bin nicht in der Kirche, weil der Papst gegen die Pille ist. Evangelisch. Aber Menschen erzählen dir auch, was sie denken und fühlen und glauben und hoffen für das Kind, das ich taufen darf. Und hoffen für den Menschen, den ich beerdigen darf. Ich werde dafür bezahlt, über Hoffnung zu sprechen, über Glauben und über Zweifel. Ich hoffe und glaube und zweifle wahrscheinlich nicht mehr oder weniger oder anders als alle anderen. Ich darf reden und hören und leben und segnen und inszenieren und sein mit Kindern und mit Alten und mit allen. Alles ist in diesem Job wirklich Hashtag Mensch, von der Wiege bis zur Bahre. Und ihr glaubt mir vielleicht nicht, weil ihr alle so Sachen mit IT macht oder Radio oder Süßigkeiten, aber ich habe wirklich den schönsten Job der Welt. Dankeschön. So, Becky, direkt im Anschluss. Meins ist wieder ein bisschen länger. Eben war ich ja wütend. Neulich habe ich was sehr Schönes erlebt. Und falls ihr mir auf Twitter folgt, ist es für euch jetzt vielleicht eine Wiederholung. Aber ich fand es so schön, dass ich es hier nochmal erzählen wollte. Der Text heißt Utopie Rettungsgasse. Manche unter uns behaupten ja, dass Potsdok hier sei wie eine kleine Utopie, eine Flucht aus der Realität oder auch die beste aller möglichen Realitäten. Ein Zusammenleben, wie wir alle es hier uns auch großgesellschaftlich vorstellen würden, aber wie es irgendwie viel zu selten in unserem Alltag passiert. Ich habe sowas neulich auch erlebt, so eine kleine Utopie. Auf der Autobahn. Im Stau. Glaubt ihr nicht? Naja, ehrlich gesagt würde ich mir wohl selber nicht glauben, wenn ich nicht dabei gewesen wäre. Motorisierter Straßenverkehr ist ja eigentlich Krieg, sagt uns unsere Erfahrung. Straßenverkehr ist das Recht des Stärkeren, aka das Recht des größten SUV. Und Stau ist die Kulmination von all jenen schlechten Dingen, die wir dem motorisierten Straßenverkehr zuschreiben. Genervte, hungrige Menschen, die dringend mal zum Klo müssten, mindestens 26 ultrawichtige Termine verpassen und beleidigt sind, dass sie die 200 km/h ihres Coupés gerade nicht ausfahren können, woran natürlich die umstehenden Autos Schuld haben. Teufel auf Rädern sozusagen. Und dann ist da dieser Donnerstagabend auf der A9. Draußen sind 34 Grad, die Klimaanlagen rattern und jeder will einfach nur schnell nach Hause. Ich bin auf dem Heimweg von der Arbeit, auf dem direkten Weg ins Wochenende. Und im Wald vor Fichtenwalde brennt es. So sehr, dass die umliegenden Autobahnen für ein paar Stunden voll gesperrt werden. Ich mittendrin. Gut, denke ich mir, ich wollte ohnehin schon länger mal die Schlange in meiner Podcast-Playliste abarbeiten. Ich stelle mich auf einen langen Abend ohne besondere Erheiterung außer euren Stimmen aus meinem Podcast-Radio ein. Aber dann geht's los. Um mich herum chillen Menschen im Schatten ihres Autos, mitten auf der Autobahn. Als wären sie im Park, unter einer riesigen Linde und nicht auf dem heißen Asphalt hinter ihrem Golf Plus. Zwei Autos vor mir wird die gute Spiegelreflex rausgeholt. Die Abendsonne scheint sich für die InfluencerInnen von heute für tolle Porträtfotos anzubieten. Links von mir wird eine Dose Mais geöffnet. Durch das heruntergekurbelte Fenster wird die Flüssigkeit abgekippt. Die Maiskörner landen auf einem Stück Brot, das zuvor von der Sitznachbarin mit der Hand vom Brotlaib abgerissen wurde. Die Kinder rechts neben mir dürfen das erste Mal in ihrem Leben auf dem Dach des Caddy herumklettern und freuen sich wie Bolle. Die Familie hinter mir klatscht im Takt. Ich versuche, das Lied anhand des Rhythmus zu erraten, aber ich scheitere. Als ich ihnen durch die Heckscheibe Dance Moves andeute, gluckert das Kind in der Mitte sitzend. Zwei Hunde, ein gutmütiger Golden Retriever und ein aufgeweckter Terrier-Mischling scheinen sich gut zu verstehen. Sie beschnuppern sich ungefähr seit 5 Minuten, wie gut, dass es in der Zeit nicht weiterging auf der Fahrbahn. Der eine zum Hund gehörige Mensch steigt jetzt mit dem anderen in einen Wohnwagen ein
als würden sie ihren Hunden noch ein paar gemeinsame Momente ermöglichen wollen. Wir rollen 300 Meter vor, dann steht wieder alles. Die kurze Euphorie beim Einsteigen ins Auto wird abgelöst von Wiedersehensfreude. Ach, du schon wieder, scheint es aus vielen zunickenden Gesichtern zu rufen. Im positivsten Sinne des Wortes. Es sieht aus, als würde es gleich wieder ein Stück weitergehen. Ein Kind ist aber gerade erst zum Pullern hinter einem Busch verschwunden. Der Vater treibt es an, wird sichtlich nervös. Alle anderen um ihn herum machen beschwichtigende Gesten. Aus einem Auto ruft es immer locker. Niemand fährt in die Lücke. 3,5 Meter feinstes Dunkelgrau, das in der Sonne glitzert. So sieht sie aus, die schönste Rettungsgasse, die ich je gesehen habe. Allerdings ist sie aktuell kaum von einem Wanderweg in den TouristInnenorten des Schwarzwaldes zur Urlaubssaison zu unterscheiden. Ein älteres Paar steht vor seinem Auto. Die Frau scherzt, sie könnten ja ihre Elektrofahrräder vom Gepäckträger abschnallen, das Auto bis morgen stehen lassen. Da würdet ihr gucken, wa? Schleudert sie uns verschmitzt entgegen. Dann lacht sie. Laut. Sehr laut. Und ehe ihr Partner sich versieht, streichelt sie ihm über die Wange und steckt ihm mit der anderen Hand einen ganzen Prinzenrolle-Keks in den Mund. Sie lacht weiter. Mein Freund hat darunter übrigens Relationship Goals kommentiert und irgendwie bin ich jetzt schon das ganze Podstock über auf der Suche nach einer Rolle Doppelkekse. Also, falls jemand helfen möchte, ich wäre da dankbar. Das erste Hupen! Bin ich wirklich schon 2 Stunden hier und es hat noch niemand gehupt? Alle gucken sich wild um, wer das wohl gewesen sein könnte. Warum nach all der guten Stimmung plötzlich Stress machen? 3 Autos hinter mir, reibt sich ein Kind die Hände und streckt die Zunge raus. Die Mutter lächelt etwas beschämt, aber auch anerkennend. 2 circa 13-jährige Kinder laufen vorbei, schreiten über die schönste Rettungsgasse der Welt, als wäre es ein Laufsteg. Das ist ja quasi unser Abendspaziergang, sagt die eine zur anderen und grinst. Ist ja was ganz Normales, so ein Abendspaziergang auf Socken, sagt die andere und bleibt total ernst. Ich sehe Ringelsocken und Totenköpfe. Da ist ein Mann, der sieht haargenau aus wie Magnum. Ihr wisst schon, der aus der Serie. Gerade als ich überlege, ihn zu fragen, ob er öfter auf diese Ähnlichkeit angesprochen wird, ruft es aus einem Auto, meine Kinder fragen, ob sie Magnum sind. Er zuckt mit den Schultern, spricht kein Deutsch. Dann streicht er grinsend durch seinen Mustache. Im Auto vor mir wird trotz heruntergekurbelter Fenster per Freisprechanlage mit der Oma telefoniert. Und die Freisprechanlage ist sehr laut, wenn so ein Motor aus ist, müsst ihr wissen. Als Oma im Scherz anbietet, eine Runde Apfelkuchen für alle vorbeizubringen, Szenenapplaus. Links schleppt ein grauer Bulli mit Dachgepäckträger einen gelben Bulli mit Fahrradgepäckträger ab. Disco! Ruft ein Kind, das circa 4 Jahre ist, im Angesicht der im Wechsel blinkenden Warnblinkanlagen beider Autos. 2 Minuten später aus einem Autolautsprecher. D-I-S-C-O. Dann habe ich es geschafft. Mittlerweile ist es dunkel geworden und ich fahre mit meinem kleinen roten Auto runter von der Autobahn. 4,5 Stunden habe ich hier verbracht und ich bin fast ein bisschen traurig, dass es jetzt vorbei ist. Das hast du dir doch ausgedacht, wurde ich nach meinen Schilderungen oft beschuldigt. Und gebt zu, ein bisschen denkt ihr das gerade auch. Dass es sie noch gibt in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, diese Utopien im Kleinen, scheint so unbegreiflich zu sein, dass wir eher an eine erfundene Tweetkette glauben, als daran, dass so etwas wirklich passiert ist. Manchmal ist die beste aller möglichen Realitäten direkt ums Eck. So wie hier, auf dem Podstock. Manchmal reicht es schon, auf der Autobahn Platz für den Abschleppwagen zu lassen. Was ich in den 4,5 Stunden übrigens nicht geschafft habe, die Podcast-Playlist weiter abzuarbeiten. Dafür war es viel zu schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, ich werde jetzt gleich mein Headset absetzen, damit ich den Applaus höre. Also, es wird jetzt erst für Gesche applaudiert und dann kannst du ja anmoderieren. Und ich höre zu und Soll ich jetzt Applaus anmoderieren? Nein, also das genau. Please put your hands together. So, für Gesche.
danke, danke, danke. So, und jetzt das Gleiche bitte nochmal in variierender Lautstärke, wie ihr das möchtet, für Becky. Also ich hätte jetzt 35 zu 42. Genau, 42 für Becky. Also habt ihr Dezibel gemessen tatsächlich? Das ist eine große Hilfe. Wie viel? Was? Wo? Applausometer. Wie viel war es für Gesche? Wie viel für Becky? 35 Gesche und 42 für Becky. Okay. Also für mich klang's gleich, aber. Ich fand Becky auch einen Tacken lauter, ja, würde ja, ich sagen. Doch, ja. Doch, ja. Dann würde ich sagen. Ja. Also hier hat es auf der Bühne zumindest mehr gejohlt. Ja. Deswegen würde ich sagen, Becky, du hast gewonnen. Dein Preis wird noch, da liegt da. Ich hab's, oder? Ja, da, egal. Ja. Dein Preis wird 3D gedruckt. Das dauert halt noch ein bisschen. Wir halten es hier mit Mareike Amado. Genau. Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen kann. Ich habe noch nie was 3D gedrucktes besessen. Genau. Ja, vielen Dank. Das war's. Es gibt dann Fotos auf dem Twitter-Account von dem Preis. Ja, danke schön. Und ja, vielen Dank. Schönen Abend. Und jetzt noch zur Krypto-Party gehen, bitte. Rein, genau. Direkt alle rein und Krypto-Party. Und viel Spaß noch auf dem Podcast. Genau. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.